Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Defense Grid 2. So, wir gehen weiter. Wie gesagt, wir spielen auf schwer Mission 1. Und wir starten. Brücke an Shuttle. Es sieht nach einer Asteroiden-Minenanlage aus. Nach einer so langen Reise sieht selbst das gut aus. In der Tat. Wir landen jetzt das Kommando-Shuttle Raffaele. Wir verbinden uns mit dem Raster, sobald wir das Signal isoliert haben. Interessant. Es ist ein Level 4 Notruf. Genau der gleiche Notruf geht mir durch den Kopf, wenn meine Schwiegermutter unangemeldet vorbeikommt. Witzig sind sie ja. Dass du hier rumwitzeln solltest, wenn jemand in Not ist? Eine kleine Witzelei hier und da hat mich auf unserer Landung. So, jetzt haben wir die dicke Kanone hier. Naja, so ziemlich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob der Commander da zustimmt. Warte. Oh nein. Ich sehe den Aufklärer auch. Verdammt. Jahrelang durch den tiefsten Weltraum gereist und die Aliens kommen uns dennoch zuvor. Wir bauen hier jetzt so fette Kanonen hin am Anfang. Die machen richtig Damage. Drei Turmtypen sofort online bringen. Geschütz, Inferno und Kanonentürme? Genau. Commander, bereite dich auf eine Invasion vor. Da kommen sie. Viel Glück euch dreien. Hier noch einen Inferno-Turm, der schön Flächendamage macht. Wir haben 20 Wellen jetzt. Ihr seht es ja oben, Welle 2 sind viele kleine, die 1er sind eher die großen, dann kommen beide zusammen und so weiter, ne? Ihr seht, die Kerne sind orange, die gehen dann wieder zurück, wenn wir diese Mist-Aliens hier getötet haben. Hier bauen wir auch noch eine Kanone und dann werden wir mal langsam upgraden hier. Flächendamage ist ganz gut bei den Kleinen hier. Seht, geht schön runter das Leben. Die werden natürlich immer stärker mit der Zeit, ne? Wir haben 20 Wellen, was nicht wenig ist. Überleg gerade Kanonen oder Geschütze hier hin. Nehmen wir hier die Geschütze und bauen die schön aus. Es ist mir fast unangenehm, es zuzugeben, aber es fühlt sich toll an, wieder gegen Aliens zu kämpfen. Das tut es. Aber mir ist es nicht unangenehm. Es gibt nichts Besseres, als einen von ihnen auszuschalten. Hört, hört. Es ist großartig, wieder mit euch allen zu kämpfen. Immer so, wir werden diese Kanonen hier hinten ausbauen, dass die hier hinten schon relativ gut draufgehen. Dass es sich besonders gut anfühlt, Aliens zu jagen. Ja, definitiv. Wäre auch nett, mal etwas zu laufen. Versuch mal, 1000 Jahre lang nicht zu laufen. Oder sogar zu atmen. Oder ein Bad zu nehmen. Oder... Oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Du hast mich gefragt. So, die gehen relativ gut drauf, die Aliens. Das haut hin. Jetzt seht ihr einen roten Tower. Da habt ihr drei nebeneinander, dass ihr einen Unterschied seht. Kann man wirklich gut reinzoomen übrigens. Also es geht ordentlich. Hier kommt schon ordentlich was rüber. Wave 4 ist es. Wir haben 20 Wellen. Den dann auch auf Max. Wir spielen auf schwer und ihr werdet sehen, das ist eine ordentliche Herausforderung in dem Game. Wie gesagt, es ist Mission 1, also noch nicht besonders schwer, aber selbst das
Die hinteren Wellen, das wird dann ordentlich und sauber. Also es geht. Je weniger Kerne man verliert, desto mehr Punkte wird man auch kriegen am Schluss. Das heißt, ja, auch wichtig und so, ne? Jetzt werden wir den dann einmal ausbauen hier. Die Tower da vorne. Den als nächstes hier. Ihr seht, der macht dann weit mehr Damage, kriegt ein bisschen Reichweite, die Feuerrate bleibt gleich. Das Einzige, was halt ist, er verkriecht sich und dann kommt er wieder neu rauf. Das heißt, ihr solltet es nicht machen, wenn ihr ihn gerade braucht. Ne? Schade, dass man nicht rumschwenken kann mit der Kamera. Ich kann nur rein raus zoomen, mehr sieht man leider nicht. Aber ist doch schon ein bisschen interessant. Ihr seht hier, wie viel Leben der hat und so weiter. Dieser Walker. Und die Kleinen gehen eher schneller zusammen. Die machen es eher mit Masse. So, und wenn wir den jetzt upgraden, seht ihr, der macht enorm Damage und kriegt noch ein bisschen mehr Reichweite. Kostet aber 800. Eine künstliche Intelligenz kann ja wenigstens träumen. Falls sie es noch nicht zu den Kolonien geschafft haben, müssen wir sicherstellen, dass diese Bastarde es auch niemals schaffen werden. Du hast recht. Ja, ihr seht, jetzt kommt da schon ordentlich. Also das wird jetzt schon kritisch. Da kann man nur hoffen, dass die Kanonen hier ordentlich Gas geben. Ich werde den jetzt auf den größten upgraden. Der wird jetzt ordentlich Damage hier machen. Danach werden wir hier hinten ordentlich upgraden, beziehungsweise den da, weil der schießt nämlich auch da rein. Also hier hinten haben wir so ein halbwegs Feuerkraft, das haut hin, so dass hier keiner durchkommt. Es kommen wieder neue, wir sind erst bei Wave 7 und es wird langsam saftig. Die Kanone haut jetzt richtig gut rein hier. Seht's, der nimmt dem fast ein ganzes Leben weg. Also das geht. Hat auch eine wunderbare Range. So, dann werden wir den hier auf Max upgrade als nächstes. Das Spiel ist eher für ein Tower Defense wird es ziemlich schwierig dann. Also, ihr werdet es dann sehen, wenn wir auf schwer spielen, das wird hart zu gewinnen werden. Aber ich werde schauen, dass ich Gold erwische, dass wir Gold kriegen. Ja, wird spannend, würde ich sagen. Jetzt haben wir Wave 8. Da kommt schon einiges an. So, den können wir jetzt auch upgraden, bevor die kommen. Wir werden gleich begrüßt von MG-Feuer. Wenn wir den hier upgraden, dass der richtig reinhaut. Es gibt kein schöneres Gefühl, als einen Kern wieder zurück im sicheren Turm zu wissen. Hauen gut rein, unsere Tower. Jawohl. So, jetzt werden wir mal diesen Inferno Tower hier upgraden. Zumindest glaube ich das. Wirklich? Was soll das denn? Soll er mal in die Haut einer KI schlüpfen? Sekunde, das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass er es länger als 10 Minuten aushalten würde. Kannst du dir seine erste Systemdefragmentierung? So, die sehen ein bisschen feuerfest aus hier. Ja. Oder? Nee, das heißt, dass sie brennen. Feuerfest sind sie nicht. Aber ihr seht schon, hintere kommen sie, aber recht viel weiter nicht. Wir werden den jetzt auf Max upgraden hier. Dann hat der Tower eine wunderbare Range auch hier rüber. Wir haben noch keinen Kern verloren, also es läuft.
sehe jetzt, der hat eine Wunder... Hoppala, jetzt muss ich rauszoomen. Man kann nicht zoomen, während man einen Tower markiert. Der hat wirklich eine gute Range jetzt. Schießt auch da rüber. Dann werden wir den nur upgraden. Und den ebenso. So, da kommt jetzt einiges, aber die kriegen gleich mal ordentlich in die Fresse. Ah, diese Läufe hier halten schon ein bisschen was aus, aber die Kanone macht es wunderbar. Kommen da nicht weit. Den werden wir als nächstes hier upgraden. Und wir sind schon in Wave 11. Seht ihr dann, was kommt immer? Doch einige. So, dann werden wir diesen Flammentower hier mal upgraden auf Max und den auch auf die nächste Stufe, dass die Flammen mal ein bisschen mehr Damage machen. So, ihr seht, jetzt kommen die schon nach hinten hier. Der wird der nächste sein fürs Upgrade. Ja, jetzt kommen die schon ein bisschen weiter raus, also es wird schon hardcore langsam. Aber sie kommen hier nicht mehr weg, das ist das Positive. Hier wäre mal so eine dicke Kanone hin. Kann die ganze Zeit dann drüber schießen, hat eine schöne Range auch. Den werden wir auf Max Upgrade demnächst. Im Himmel sei Dank, wir haben einen Kern wieder. Ja, ihr seht, die halten jetzt schon einiges aus. Da steht leider keine Zahl, aber sie haben immer mehr Leben dann mit jedem Wave. Also, das auf jeden Fall, ne? Die Türme schießen immer auf den vordersten, auf den, der am weitesten ist. Wenn der zurückläuft, natürlich ist er deswegen auch am weitesten, wenn vor ihm keiner ist. Ist der Kern hier irgendwo und es kommt von hinten ein Alien, nimmt der den aktuellen Kern auf. Also es bringt euch nichts, hier einen Kern wieder zurückzuschicken, weil die Aliens rennen ihn nach, nehmen ihn. Das ist ein bisschen blöder, ne? Da könnt ihr ganz schnell verlieren, so auf die Art. Da müsst ihr wirklich aufpassen. So, wie gesagt, den werden wir jetzt upgraden. Wir können ihn auch verkaufen, aber das ist absolut unrentabel. So, der wird ordentlich eingeheizt hier. Den werden wir auch upgraden als nächstes. Hat super funktioniert, Leute. Die letzten zwei Kerne gehen auch zurück. Hier mal ist auf Max. Jetzt wird der abgegradet. Und nochmal upgraden dann. Kriegt eine Riesenkanone. Also der haut richtig rein, wie ihr seht, wenn man den upgradet. Ah, einer der Kerne ist wieder da. So, dann werden wir die am Anfang hier upgraden, dass da hier gleich draufkaut wird ordentlich. Also ich bin mehr ein Typ, ich mache statt 100.000 Tower immer gern abgegradete. Ich denke mir, das ist halt besser, die Taktik. Ne, das ist wie an jeder Fußecke hier ein Tower. Kann aber natürlich auch anders besser sein, da muss man halt variieren, ne? Ich mag es eher so, also die Spielweise ist natürlich dann euch überlassen.
Das Endergebnis zählt, ne? Ihr seht, sie kommen schon ein bisschen nach hinten hier. Aber geht wunderbar, kein Problem. So, dann werden wir mal den hier upgraden. Die werden nicht mal in die Nähe des Kerns kommen. Da werden sie vorher sterben. Habt ihr gesehen, hier ist einer gestorben, hat den Kern genommen und das ist der, der gerade weiter rennt hier. Wenn der jetzt da hinten stirbt und es kommt ihm einer entgegen, nimmt der den Kern von ihm auf, weil der Kern nicht schnell genug zurückgeht. Also, da muss man dann variieren. Den hier upgraden. So, der Kern verpieselt sich wieder, aber der hat auch einen. Da kommen ihm die schon entgegen, habt ihr gesehen? Jetzt nimmt der den Kern. Ich markiere ihn mal. Das ist natürlich scheiße, aber immerhin wieder angegriffen. So, jetzt hat der den Kern und der muss natürlich platt gemacht werden. Dalli, Dalli, Dalli. Ein Kern werden wir jetzt verlieren und wenn wir Pech haben, noch einen. So, den haben wir noch gerettet, den einen. Und nochmal, zwei haben wir noch gerettet, gerade noch. Aber einen Kern haben wir verloren, ihr habt es gesehen, jetzt ist schwarz. Ah, die wollen den Kern jetzt natürlich, das ist natürlich dann blöde. Irgendeiner wird sich den natürlich schnappen. Der da, seht ihr, zack, kriegt in die Fresse. Jetzt wird sich den wieder einer schnappen. Das ist halt jetzt ungut. Also wenn der Kern mal vorne ist, hat man ihn so gut wie verloren. Ne? Das kann man sagen. Den hält man dann nicht mehr auf. Ihr seht, irgendwer trägt den immer zurück. Das ist halt richtig ungut. So, wir sind aber schon bei Wave 18 und es läuft mit Sicherheit gut. Den können wir auch gleich upgraden. So, können wir upgraden. Und hier bauen wir noch Standardgeschütze hin, hier entlang. Letzte Wave kommt. Wir kriegen keine Kohle mehr, merke ich gerade. Haben wir alles, was man haben kann. So, wenn der jetzt hin ist, dann seht ihr, dann nimmt ein anderer den. Das geht so halbwegs klar. Die Final Wave ist schon hardcore. Wir haben aber diesen Laser noch, den könnten wir eigentlich auch mal benutzen. Ich mache das mal hier. Bam. So, der hat ordentlich gesessen. Zwei Kerne haben wir verloren, Leute. Das ist doch nicht schlecht für schwer. Also ihr seht, Mission 1. Ich spiele wirklich nicht schlecht, sage ich mal. Ist schon hardcore. Ich denke schon. Kai, ist alles okay? Und wir haben Gold, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben Gold. Jawohl. So, was ist das da?
Aha. Wenn die Aliens hier sind, dann sind sie vor uns bei den Planeten der Menschen angekommen. Das stärkste Alien in Reichweite zum Hauptziel und verursacht 217 südischen Schaden. Gibt doch Bosse übrigens, gell? Leute, also. Aber eines nach dem anderen. Der erste Tagesordnungspunkt ist, den Notrufsender zu finden. Sollen wir loslegen, Commander? So, die labern ein bisschen viel hier. So, jetzt kann ich endlich erzählen. Also, wir können jetzt jemanden als Hauptziel festlegen, was 20% mehr Schaden macht. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel euch gefällt. Ich finde es wirklich klasse. Es ist nicht neu, das ist hier so eine Art Special Edition. Da kriegt man Soundtrack und bla 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 dazu. Ihr kennt es ja. Alles, was man nicht braucht. Man will ja nur zocken. Aber das Spiel ist wirklich super. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockandi Let's Play. Tschüss!